Herzlich willkommen zu Mathe mit Noel. Heute schauen wir uns an, was das Wurzelkriterium aussagt und beweisen den Satz. Beginnen wir doch gleich mit der Aussage des Wurzelkriteriums. Das Wurzelkriterium sagt aus, dass eine Reihe an von klein n gleich groß m bis unendlich absolut konvergiert, falls ein Q aus dem Intervall von 0 bis ohne 1 existiert und ein groß M aus den natürlichen Zahlen, wobei gilt, die nte Wurzel von Betrag an ist kleine gleich Q, für alle klein n Größe gleich groß M. Dies ist äquivalent zu der Aussage, dass die Reihe absolut konvergiert, falls der Limes superior von n gegen unendlich der nten Wurzel von Betrag an kleiner 1 ist. Die Reihe divergiert, falls die nte Wurzel von Betrag an für fast alle klein n Größe gleich 1 ist. Fast alle bedeutet, dass die Bedingung für unendlich viele n Größe gleich 1 ist, und nur für abzählbar viele kleiner. Äquivalent dazu ist die Aussage, Limes superior von n gegen unendlich der nten Wurzel von Betrag an ist größer 1. Kommen wir nun zum Beweis der Aussage. Aus 1 entnehmen wir die nte Wurzel von Betrag an kleiner gleich q. Wir potenzieren mit n und erhalten, Betrag von an ist kleiner gleich q hoch n, weil q im Intervall von 0 bis 1 ohne 1 liegt, konvergiert q hoch n. Q hoch n wird als die geometrische Reihe bezeichnet. Weil Betrag an kleiner als die geometrische Reihe ist, gilt nach dem Majorantenkriterium, dass Betrag von an auch konvergiert. Aus 2 nehmen wir die nte Wurzel von Betrag n Größe gleich 1. Auch hier potenzieren wir mit n und erhalten Betrag von an ist Größe gleich 1. Nach Definition gilt dies für unendlich viele n. Das heißt, an ist keine Nullfolge. Und somit ist die Reihe an nach dem Nullfolgenkriterium divergent, was zu beweisen war. Somit wären wir am Ende des Videos angelangt. Hier kommst du zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!